Hi. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Unboxing im Dezember, unserem letzten für dieses Jahr. Und heute sind wir wieder zu zweit. Ja, hi. Hallo, du bist auch wieder da. Nee. Es ist saukalt. Ihr seht, es ist saukalt hier draußen. Nein. Nicht? Angenehm für mich. Es ist angenehm. Okay. Auf jeden Fall ist es nicht schön. Was war das? Hat gepiept. Der Lockruf der Wölfe. So. Jetzt wollen wir mal unser Loot Chest Geek Subscription Box Dings. Ich will das Bild zeigen. Das Bild, okay. Schönes Winter. Schönes Winter. Schönes Deutsch. Machen wir langsam. Okay. Wir fangen an mit Iron Man Statue. Genau. Nein. Okay. Fangen wir an mit der ersten Seite unseres tollen. Wie heißt es eigentlich? Ja, okay. So, und zwar geht's los mit dem Featured Channel. Ja, da möchte ich mal was. Nein, nicht so rum. Das so rum. Es geht los mit dem Featured Channel. Der Featured Channel habe ich mir noch nie durchgelesen, großartig. Ich dachte immer, ja, so ein Rotz braucht kein Mensch, oder? Ja. Aber es ist ganz interessant. Und zwar ist diesmal der Featured Channel Lux New. Ach, das sind Motorsägen. Die fällen da hinten Bäume oder irgendwas. Ich weiß. Okay. Und zwar ist es jetzt kein mega großer YouTuber mit Millionen von Klicks und Abermillionen von Abonnenten. Nein. Lux New hat 131 Abonnenten und 67 Videos am Start. Jeder kann sich also für dieses Featured Channel bewerben bei diesem Loot Chest. Wie heißt das? Da schreib uns einfach eine E-Mail an community@lootchest.de und wir besprechen alles weitere mit dir. Finde ich cool. Kleine Kanäle werden hier drin vorgestellt. Finde ich total geil. So. Ja, würde ich auch gerne machen. Das nächste ist die Featured TV Show. Und zwar heißt die Lucifer. Und das kann ich mal kurz vorlesen hier. Der Fürst der Hölle betreibt in Los Angeles mit seiner dämonischen Leibwächterin Masikin den Nachtclub Lux. Mehr brauchen wir gar nicht wissen. Mehr brauchen wir echt gar nicht wissen. Interessiert mich nicht. Nee, mich auch nicht. Das Interessanteste daran ist ja, dass es in Amerika, natürlich in Amerika, eine Petition gegen diese Sendung gab von der American Family Association, die die Sendung verbieten lassen wollten, weil hier der Satan liebenswert und fürsorglich dargestellt wird. Alles okay, das ist Amerika. So, jetzt kommen wir mal endlich zur Box hier. Ja, wir beginnen mit dem T-Shirt. Magst du es in die Kamera halten? Willst du es auspacken und zeigen? Ich hab Handschuhe. Achso, ich habe auch Handschuhe. Okay. Komm, wir reißen. Tada! Nein, wir machen das schon richtig, oder? Ja. Das muss ja hier irgendwo aufgehen. Vielleicht wird es dann mal einen. Warte mal, lass mal so liegen, bitte. Vielleicht wird es ja dann mal ein Video, wo länger wird als 8 Minuten, wenn wir jetzt 5 Minuten lang mit der Tüte hier kämpfen. Ich reiß das mal auf, ich bin da mal so frei. So, okay. So. Alles klar. So, wir haben hier ein schönes T-Shirt. Ich mag das Rot. Ich mag das Rot wirklich. Und zwar ist das ein. Willst du es mal halten? So, in die Kamera halten. Wir haben hier A-Wing Pilot oder A-Wing Pilot. Ja, Rebel Scum. Okay, wer es braucht. Hier, du musst auch lesen. Kann ich nicht lesen, ist Englisch. Ja, das hier oben übrigens, ja, hier, dieser Schriftzug hier oben bedeutet, Achtung, abonniert. Was? Nein. Das bedeutet, möge die Macht mit euch sein. Das bedeuten diese Glyphen hier. Könnte auch sein. Nein, es ist so. Könnte auch sein, abonniert. Kann so ein bisschen. Ja, abonniert. Wie heißt mein Kanal? Also, wie viele Kanäle habe ich eigentlich?
8, 10, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich habe 12. Du hast 12, ja, du schon. Ich habe nur einen, der reicht mir voll und ganz. Und so ein bisschen. Das heißt, und wir haben einen. Ja, du spaltest dich ja schon langsam ab von mir. Er spaltet sich langsam ab von mir. Nee. Er wird langsam flügge und groß. Okay, warte mal, machen wir langsam eins am anderen. So, wir haben hier Rebel Scum. Ich weiß nicht, ob ich sowas anziehen würde. Mir gefällt der Begriff Scum eigentlich nicht. Ja? Ja, ist eigentlich kein schönes Wort. Aber ist okay. Das nächste ist ein Puzzle. Oder ein Puzzle, wie wir Engländer sagen. Legst du es raus mit deinen Handschuhen? Halt, muss mal so, muss das hier runter machen. Was? Was will? Echt? Das ist ein Aufkleber. Zeig mal her. Ach so, ein Loot-Chest-Aufkleber. Wer braucht so etwas nicht zu Hause? Ab in die Kiste. So, also halt mal in die Kamera bitte. Mario kann nur durch das Mushroom Kingdom hüpfen oder flotte Flitzer fahren. Steht ein Scheiß vorne. Mario kann nicht nur durchs Mushroom Kingdom hüpfen oder flotte Flitzer fahren. Er bringt mit diesen 500 Teile Puzzle auch den Spaß direkt zu dir auf den Tisch. Oh, dazu gibt es ein Poster vom Motiv in Originalgröße. Also da ist sogar noch ein Poster mit drin. Und die 500 Teile, machen wir das. Ja, vielleicht in einem Video. Ich habe Lust drauf. Ich liebe Puzzle. Ein Puzzle-Video. Und zwar werden wir dann kein Schnelldurchlauf machen. Wir werden langsam. Vielleicht sogar in Zeitraffer. Zeitlupe. Zeitraffer ist doch schnell und Zeitlupe ist langsam. Hammer, oder? Nicht, oder? Hammer. Ich bin ohne ihn verloren. Ich bin ohne ihn wirklich verloren. Nee, das stimmt, du hast recht. Echt? Das war geraten. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe von Videos und Videos machen, habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Das nächste ist auch ganz interessant. Willst du es einlegen? Der Tisch ist nass, hier ist alles nass. Hier ist alles nass und kalt. Überall ist alles unter Wasser und überschwemmt. Das ist heute nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Es wird langsam dunkel. Wir müssen aufpassen. Die wilden Tiere kommen hier nämlich dann aus dem Wald. Ja, unser Außenstudio ist nicht gegen wilde Tiere geschützt. Ja, Wölfe, Bären, mach weiter. Einhörner. Wir machen mit dem Göffel weiter. Willst du den auspacken? Nein, okay, machen. Ja, mach mal. Ich lese mal vor. Und zwar, Dr. Who, wer kennt die Serie nicht? Das sagen müssen ich. Ja, oder? Ich. Nein, Dr. Who, die Serie. Okay. Ist es eine Gabel? Ist es ein Löffel? Es ist ein Göffel. Es kommt mir bekannt vor. Wo kam das vor? Ich wollte es googeln, hab's aber vergessen. Mir kommt es total bekannt vor. Ich weiß es. Echt? Ja, von wie heißt es nochmal? Skylander. Oh ja, Skylander. Der goldene Göffel. Stimmt, das war eine sieht Nebenmission. Hässlich aus, das Ding. Ha? Sieht hässlich aus. Ja, zeig mal, halt's mal in die Kamera. Aus. Naja, es sieht auf jeden Fall mal nicht schön aus. Mir gefällt das Grün und das Lichtschwertdesign. Ja, und zwar. Aber der Rest ist hässlich. Dieser Göffel, also wir haben einen Löffel und eine Gabel dran, basiert auf dem Schallschraubenzieher, den Dr. Who in der Serie benutzt. Und zwar kann man mit diesem Schallschraubenzieher Türen und Schlösser öffnen, außer sind aus Holz. Und man kann außerirdische Aktivitäten orten. Das kann man also mit dem Ding machen in der Serie. Und ich kann euch auch sagen, man kann damit auch Essen trinken. Jetzt nicht gerade, aber Essen kann man mit dem. Doch, wenn man den Löffel wenn man ins Trinken tut und dann so rausnimmt und dann ja, kann man auch trinken. Wissen am Rande. Der Schallschraubenzieher wurde das erste Mal vom zweiten Doktor in der Folge Fury from the Deep benutzt. Ja, ich weiß sowas. Ja, aber nur weil? Aber nur weil du es gegoogelt hast. Natürlich habe ich gegoogelt. Ich bereite mich darauf vor, auf die Videos, damit ich euch was erzählen kann über eine Serie, die ich eigentlich anfangs gerne geschaut habe,
die mir aber dann zu abgedreht wurde. Ja, also ich fand es dann nicht mehr schön. Teilweise sogar albern. So, oh ja, das ist geil. Das, siehst du? Ja, nimm die Kugel. Leute, ohne Mist. Star Wars Weihnachtskugeln sind geil. Warte mal. Eine Star Wars Weihnachtskugel, auf dem Luke und Leia drauf sind, die dabei sind, sich zu küssen, ist nicht cool. Nicht cool. Wollte ich mal angemerkt haben. Ne? X-Wing, ja, oder sowas. Darth Vader, Stormtroopers, wäre alles cool gewesen. Ja. So, wir sind schon wieder fast am Schluss. In der Plusbox gibt es übrigens ein South Park Plüschtier. Wir haben die Plusbox nicht. Oh, schade. Ja, nee, wir haben keine Plusbox. Braucht doch keiner. Das ist schade, aber brauchen wir nicht. Ja, die tut's auch. Als letztes ist noch eine Zuckerstange drin. Die können wir mal zeigen. Kaputt. Die ist kaputt. Und ja, die Zuckerstange gehört zu Weihnachten. Wie die Lutsche und den Nerds. Hm? Verlosung hier. Bitte. Nee, komm, lass gut sein. Verlosung, guter Stichwort. Kannst du dir geben? Ja, ich nehme sie aber dann so hier denn mit. Das war's von uns. Verlosung ist ein gutes Stichwort. Denn verlosen wir ja das da. Nein, das ist albern. Wir brauchen was Cooles. Genau genommen brauchen wir drei. Ja, packen wir wieder rein. Mach doch erst mal das hier. Dann haben wir erst eine Basis. Wie gesagt, wir wollen gerne was verlosen. Und zwar machen wir dazu noch ein extra Video bei Zeiten. Denn wir steuern auf die 300 Abonnenten zu. Da haben wir uns gedacht, wir verlosen irgendwas. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was es ist. Wir schauen mal. Der Kanal steuert auf den 50 zu. Cool. 50 aufrufen. Yeah. Abonnenten. Nur 4. Er hat schon seinen eigenen Kanal. Ne? In 4 Wochen hat er seine 3 Millionen Abonnenten und hat mich überholt. Nein, mit meinen 291. Nein, nein. Okay, dazu machen wir noch ein extra Video. Dieses Jahr vielleicht noch, wenn wir die 300 erreichen, wenn nicht dann nächstes Jahr. Und wir nutzen dieses Video schon mal, um zu verabschieden und euch allen besinnliche Tage zu wünschen, stressfreie Weihnachtsfeiertage mit viel Geschenken, mit viel Essen, einen guten Rutsch an Silvester und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Jahr mit vielen coolen Videos von uns. Viele coole Videos von euch, die wir uns dann anschauen werden. Und was gibt es noch zu sagen? Ciao! Ja, nichts mehr. Es ist kalt. Wir wollen jetzt nach raus ins Warme. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Er ist schon weg. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.